Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wenn es einem einmal nicht gut geht, dann braucht man einen Freund. Wie wunderbar, dass wir in Jesus diesen Freund haben. Er ist immer für uns da und wir können uns immer an ihn wenden. Heute wieder Hoffnung um 12, immer zu dieser Uhrzeit. Und wir möchten dich ermutigen heute. Heute habe ich ein Thema und das Thema lautet deine Taschenlampe fürs Leben. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen, wir beten gerne für dich. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Deine Taschenlampe fürs Leben. Du denkst, ja, da gibt es jetzt noch eine ganz tolle LED-Scheinwerfer-Taschenlampe, da gibt es ganz tolle Sachen, selbstverständlich. Aber ich meine die im Psalm 119, Vers 105 steht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Gottes Wort, die Bibel, das, was da drin steht, das kommt nicht darauf an, wie die Bibel aussieht, sondern der Inhalt, das ist unsere Fußes Leuchte. Der Kopf kann so schlau sein, aber wenn wir mit den Füßen stolpern, dann ist das Chaos. Wir brauchen einen sicheren Stand und gerade in unserer heutigen Zeit, wo jeder irgendwo Recht hat und oft mal konträr das Gegenteil behauptet, da ist es wichtig, dass wir wirklich einen Leitfaden haben, dass wir wirklich ein Wort haben, wo unseren Weg zeigt, was für uns dran ist. Wir können nicht immer den Weg gehen, die andere gehen, nicht immer den Weg gehen, wo andere mit Erfolg haben. Wir alle haben einen speziellen Weg mit unserer Natur, mit unseren Talenten und das ist wunderbar, aber oftmals wollen wir anderen es nachmachen. Wir wollen sicher vorwärts kommen und ja, auf dem Weg und gerade in dieser Zeit, die auch so eine dunkle Zeit genannt wird, da liegen oft Scherben, Fallen und so weiter, wo der Feind einen zum Fallen bringen möchte. Und da ist wichtig, dass wir das Wort haben. Es ist die Taschenlampe für unser Leben. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns so eine wunderbare Taschenlampe für unser Leben, für unser geistliches Leben zur Verfügung gestellt hast. Herr, ich danke dir dafür, dass wir diese benutzen dürfen. Herr, danke, Herr, dass wir nicht alles nachmachen, was andere machen, sondern wirklich, Herr, den Weg von dir gezeigt bekommen, der für uns jetzt im Moment gerade dran ist. Amen. Amen. Und per E-Mail erhielten wir folgendes Gebetsanliegen. Ich bitte um Gebet. Am 22.11. werde ich nochmals an meinem neuen operierten Knie operiert. Die Kniescheibe soll unterlegt werden, damit die Schmerzen aufhören, die mich seit dem 14.02.2020 begleiten. Da bekam ich eine Knieprothese. Bitte betet für mich. Danke, alles Liebe für alle Beter. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du auch diese Person berührst und dass deine Heilungskraft auch da fließt. Danke, dass diese OP gelingt oder dass du es auch so vorher machen kannst. Danke, Jesus. Danke, dass du eingreifst. Danke, dass du mit dieser Person bist, dass du auch alle Angst wegnimmst. Danke, Jesus. Du bist der Herr. Und wir danken dir, dass wir dir jetzt alles anbefehlen dürfen, dieses ganze Knie und dass es heil wird. In deiner göttlichen Schöpfungsordnung. Danke, Jesus. Amen. Amen. Eine weitere E-Mail erhielt die Bitte um Gebet. Eine Frau schreibt, bitte um Gebet wegen Krebs und Metastasen in der Lunge, außerdem Vorhofflimmern und Schwäche. Jesus, du kennst auch diese Frau mit diesem Krebs und den Metastasen, die Lunge. Danke, Jesus, dass du jetzt gerade deine Hand auf diese Lunge legst und dass dein Heilungsstrom jetzt fließt. Danke, Jesus, dass jede Krebszelle besiegt ist. Im Namen Jesus. Danke, Jesus, dass auch das Vorhofflimmern, das Herz in Ordnung ist und auch die Schwäche. Danke, dass du in diesen Körper richtig Kraft hineingibst. Danke, Jesus, Kraft und Heilung, vollkommene Heilung von Kopf bis Fuß. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Lass es uns wissen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und per E-Mail kam dieses Gebetsanliegen von einer Frau für ihren Ehemann. Ich habe große Sorgen um meinen Mann. Er hat eine schwere Gesichtsakne.
Das ist eine Reaktion von einer schweren Gesichtsrose. Außerdem hat er sehr große Atemnot. Ich bitte darum, dass er in Ihre Gebete einbezogen wird. Danke und liebe Grüße. Ja, das wollen wir gerade tun. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt diesem Mann begegnest. Oh, danke, Herr, dass das alles verschwindet, was da irgendwo nicht hingehört, was da lähmt, was da alles Mögliche auslöst. Ich danke dir dafür, Herr, wirke du das Wunder. Ich danke dir dafür, komme du, Herr, mit so einem himmlischen Frieden hinein in das Ganze, in den ganzen Kopf. Und ich danke dir dafür, für Normalität. Danke, Herr. Amen. Amen. Zwei Gebetsanliegen wegen Angstzustände erreichte uns. Bitte bete, dass ich gesund werde von Corona und von der furchtbaren Angst. Herzlichen Dank. Und eine weitere Person schreibt, bitte betet für mich, dass diese Angstzustände vergehen und der Husten. Ja, es ist wirklich, wirklich, wie soll ich sagen, schlimm, dass oftmals die Angst schlimmer ist wie Corona. Die Leute haben so viel Angst bekommen, so viel Angst gemacht und einer setzt noch dem anderen was drauf. Und Angst ist nicht was Himmlisches. Und da dürfen wir wirklich gegen angehen. Weil die Angst ist besiegt, heißt es in der Bibel. Und dafür wollen wir beten. Danke, Herr. Danke, Herr, dass jegliche Angst, jeder Geisterangst weichen muss in Jesu Namen. Herr, dass wieder Freude am Leben hineinkommt. Herr, deine Dimensionen hineinkommen. Ich danke dir dafür. Herr, gerade in dieser Lage und auch in dieser Zeit, Herr, wo so viele Angst haben. Herr, ich danke dir dafür. Herr, lass uns wirklich sehen, wo wir in dir die Hilfe, die Lösung haben. Herr, wir brauchen keine Angst zu haben, aber wir haben Angst, wenn wir unsicher sind. Und Herr, zeige du uns, lass uns wirklich erkennen, deine Kraft, deine Stärke, dass du mit uns bist. Amen. Amen. Und Menschen erleben Gottes Hilfe. Und da kommt eine wunderbare Gebetserhörung aus Argentinien. Und da heißt es, wir müssen euch von einer wunderbaren Gebetserhörung berichten. Am 9. Oktober haben wir euch wegen der Diplomarbeit unserer Tochter geschrieben. Heute, am 11. Oktober, können wir mit Freuden und großer Dankbarkeit berichten, dass der Herr eingegriffen hat. Unsere Tochter bekam gestern Abend gegen Mitternacht ganz plötzlich eine positive Antwort von der Hochschulleiterin. Danke, Jesus, und danke euch für die Gebete. Ja, Gott ist auch bei Diplomarbeiten und in der Hochschule und in den Schulen und überall tätig. Ja, aus der Schweiz schreibt uns eine Frau Folgendes. Jesus hat mich von der Einnahme starker Schlafmittel geheilt. Seit 8 Jahren nehme ich dieses Medikament. Jetzt konnte ich ohne Entzugserscheinungen damit aufhören. Ich kann super schlafen. Danke für Ihre Gebete. Wie schön, wenn man wieder schlafen kann und keine Tabletten mehr braucht. Ein Dank für Gebet und Heilung schreibt diese Frau. Jesus heilte mich von einer Entzündung im Unterleib. Danke dir, Daniel, für dein Gebet und für die stärkenden Briefe in über 20 Jahren. Ja, das ist jemand, der schon lange mit uns in Verbindung ist. Und eine Großmutter bat für ihren Enkel um Gebet. Sie schreibt, ich hatte um Gebet gebeten, dass Gott meinen Enkel von seinen vielen Warzen befreit. Es hat nicht lange gedauert, bis die Warzen komplett verschwunden sind. Gepriesen sei der Herr. Danke an das Missionswerk. Ja, wunderbare Befreiung von diesen Warzen. Das ist mal wieder richtig, richtig wunderbar. In dieser Zeit, wo die Menschen kaum noch was anderes im Sinn haben wie Unterdrückung und alles Mögliche, Gott ist derselbe, Gott berührt, Gott heilt und das ist so großartig. Mein Gott ist nicht schwächer geworden, auch wenn auf dieser Welt das Chaos größer wird. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Und heute der Tipp des Tages. Nimm bewusst deine biblische Taschenlampe und nimm sie bewusst, lies darin und du wirst Dinge erkennen, wo du sagst, oh ja, da muss ich aufpassen. Oh ja, da steht drin, geh vorwärts, tu es und so weiter. Das ist die biblische Taschenlampe. Probier sie heute aus. Die Batterie ist total vollgeladen. Du kannst uns gerne dein Gebetsanliegen schicken. Wir
beten für dich. Gerne beten wir für dich. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, und am Sonntag sind wir auch wieder für dich da. Am Sonntag 10 Uhr Livestream oder auch auf YouTube. Und dann möchte ich dir unser neues Magazin empfehlen. Wieder wunderbare Dinge drin, Erfrischendes, Stärkendes und viel, viel Information. Kannst du gerne kostenlos bestellen. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Wir verabschieden uns nun und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.